Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey, dem Schicksal von Atlantis, in der zweiten Episode Hadesqualen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Aufgaben der Hüterin abgeschlossen. Und wenn ich das jetzt gerade mal so richtig sehe, könnten wir jetzt schon die Unterwelt verlassen, indem wir die Quest annehmen und mal kurz mit Hades quatschen. Damit würden wir quasi die Unterwelt verlassen. Ich habe aber hier noch eine Quest mit Charon offen. Der hat ja noch für uns eine Aufgabe. Eine Quest, die wir auch machen werden. Das würde uns auch noch Level bringen. Und dann weiß ich nicht, ob wir dann direkt zu Hades gehen oder ob wir sagen, wir machen eine Folge, wo wir wirklich nochmal alle Fragezeichen aufklappen und mal auf Erkundungstour gehen und gucken, was hier wirklich jetzt Sache ist. Müssen wir aber nicht machen. Wir können auch sofort zu Hades dann gehen und können sagen, ne? Na, gucken wir mal. Deswegen gehen wir zum guten Charon, dem Fährmann der Unterwelt. Mal gucken, was der für uns hat. Also gut, Charon. Dann erzähl mir von diesen verlorenen Seelen. Ach, die? Nicht jeder in der Unterwelt gehört hierher. Diese Seelen haben sich verirrt. Ihre wahre Ruhestätte muss gefunden werden. Du bist der Fährmann. Du sagst, wo es lang geht. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Jede ankommende Seele ist verloren, hat noch etwas zu erledigen. Und manche sind sympathischer als andere. Ja gut. Kann man irgendwo verstehen. Wer sind diese Seelen, denen ich helfen soll? Die meisten Toten erhalten eine angemessene Bestattung. Aber nicht alle haben dieses Glück. Und die Unglücklichen verirren sich. Oh ja, sie wandern bis in alle Ewigkeit umher, ohne ihr Schicksal zu akzeptieren. Ist das so? Ich helfe dir, Fährmann. Aber wo soll ich anfangen? Es gibt da einen Soldaten, ein Athener. Er wollte eines ehrenvollen Todes in der Schlacht sterben. Stattdessen stürmt er auf einen Feind zu, rutscht im Matsch aus und fiel hin. Was für ein großer Krieger. Er braucht einen glorreichen Tod, um ins Elysium überzugehen. Aber ohne Waffe und Rüstung kann er nicht in den Krieg ziehen. Das eine ist in der ruhelosen Nekropolis, das andere in den Händen eines Kämpfers namens Schwertfisch. Der Schwertfisch. Natürlich ist er hier. Ich hole die Ausrüstung dieses Soldaten und helfe ihm so zu sterben, wie er es wünscht. Oh, ich glaube, da haben wir sogar was. Lieber tot als entehrt. Der Mut des Soldaten liegt in der ruhelosen Nekropole im südwestlichen Teil der Kluft der Qualen. Okay, alles klar. Das ist dann ja hier, ne? Machen wir mal eine Schnellreise dahin. Ist, glaube ich, besser so. Gut. Das ist der richtige Ort. Ja. Ha! Kluft der Qualen. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Das sage ich irgendwie immer. Es tut mir auch leid. Nee, tut's mir eigentlich nicht. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, Cassandra, das ist klar, dass wir ein Problem haben, wenn wir erwischt werden. Die ruhelose Nekropolis. Klingt nach Spaß. Ja. Vieh hat mich gebissen, ey. Nein! Ach nein, die Ruhe. Ach, haha, Mann. Das war natürlich klar. Ah! Immer diese... Alter! Das wagst du dich noch einmal. Nee.
Ich wollte gerade anmerken, ob wir schon mal hier waren, aber hier sieht sowieso alles gleich aus. Ach, der Tartaros. Wir hätten die coole Assassin's Creed-Rüstung vielleicht mal sein lassen sollen. Okay. Ihr habt mich überredet. Pass auf. Wir nehmen wieder die, die gefallenen Rüstung. Das war falsch. Zack. Ja, super. So, du auch nochmal ohne Fahrt. Ich wollte sagen, sonst noch jemand ohne Fahrschein? Na siehste. Geht's auch. Sammy. Ja, ich glaube hier... komm, nehmen wir mal mit, ey. Wir haben unser Inventar sowieso schon vollgepackt. So. Huch, das war knapp. Das war knapp, ey. Ey, diese Scheißbiester hier, ey. Alter, das wagst du dich noch. Was? Was? Ich will. Was? Ich bin von. Was? Was? Das ist nicht wahr. Ich bin von der Schlange gekillt worden. Nein. Oh Mann, das ist. Das geht in die Liste der peinlichsten Tode ever ein, die ich jemals in Videospielen hatte. Und natürlich fangen wir hier wieder an. Es ist. Natürlich so klar. So ärgerlich, ne? Da hatten wir schon die Truhe mit den Dingens gehabt. Mit den, mit dem Questgegenstand. Und dann, werden wir von einer Schlange getötet. Und ich renne da noch hin und das, ja, das ist ja einfach. Ja. Arschlecken. Das war überhaupt nicht einfach. Die ruhelose Nekropolis. Klingt nach Spaß. Ja, Cassandra, ich hab so viel Spaß, ey. Ich kann mich vor Lachen kaum noch halten hier.
Es war so gut! Nieder mit den Schlangen. Wer auch immer wagt sich, mich in den Weg zu stellen. Diese Rüstung macht nicht viel her. Macht sie auch nicht, aber trotzdem. Da ist was am Weg. Oh, der Weg ist versperrt. Nee, überhaupt nicht, Cassandra. Das sehe ich nicht. Kommt durch. Wir kommen doch durch. Wir kommen immer durch. Bringe die Ausrüstung zum Athena-Soldaten. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Guck mal, wo der ist. Gucken wir mal auf der Karte. Gucken wir mal auf der Karte. Ach, da! Gut. Ja, gut, das mit dem Schwertfisch, da brauchen wir nicht mehr hin. Den haben wir ja schon etwas abgenommen. Da hatten wir, glaube ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir da auch einen Questgegenstand hatten. Deswegen brauchen wir den Abschnitt nicht mehr zu machen. Jetzt können wir eigentlich direkt zum Athena-Soldaten gehen. Ach da. Okay. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Athena-Soldat, okay. Wir erwähnen einfach nicht, dass wir Spartiat sind. Also eine Spartanerin. Ungeschickt. Einfach zu ungeschickt. Eine Kriegerin. Fand der Tod dich auch auf dem Schlachtfeld so wie mich? Ich verhelfe dir zu einem glorreichen Tod. Ich kann nicht unbewaffnet kämpfen. Das ist unehrenhaft. Wie gut, dass ich hier deine Rüstung und Waffe habe. Es fühlt sich seltsam an. Ah, du gewöhnst dich schon wieder dran. Ich zog in den Krieg, um mein Zuhause vor Spartas Belagerung zu beschützen.
Sag mir, konnten wir das glorreiche Athen und sein Volk retten? Sparta hat Athen nicht zerstört, sondern eine Krankheit. Eine Seuche löschte die Stadt aus. Ich kann immer noch das brennende Fleisch der unzähligen Toten riechen. Also gibt es Athen nicht mehr. Wir sind alle umsonst gestorben. Ohne Athen, ohne seine Menschen, was soll man da noch ehren? Es ist Zeit. Los, setze meinem Leiden ein Ende. Müssen wir ihn jetzt töten? Was? Müssen wir ihn jetzt töten? Müssen wir... Naja, mit deinem Schild haben wir jetzt schon mal, ne? Komm her. Fertig. Da, der will's immer noch. Ich wollte schon sagen. Eine verfluchte Krankheit. Sprich mit Charon. Natürlich. Müssen wir jetzt für den noch mehrere Questen? Ah, natürlich. Ich hätte ahnen müssen, dass wir nicht so einfach aus der Unterwelt kommen. Das hätte ich mir denken können. Das hätte ich mir denken müssen. Okay. So, hier habe ich jetzt was Angenehmes und Kuscheliges. Den Endscreen. Ja, also... Mal ganz einfach zusammengefasst, wir haben ja in der letzten Folge die Erkenntnisse der Hüterin ja gesammelt und jetzt müssen wir noch kleine Gefälligkeiten für Charon erledigen. Unter anderem haben wir jetzt ja diese Aufgabe für den Athener Krieger jetzt erledigt und ich würde sagen, in der nächsten Folge geben wir einfach mal die Quest an Charon ab und erstatten ihm Bericht. Und vielleicht hat er noch ein paar Aufgaben für uns. Vielleicht war es das aber auch schon. Und wir können in der nächsten Folge zu Hades gehen. Und da bin ich halt gespannt, wie das Finale halt laufen wird. Weil dann ist es halt mit dieser Episode auch schon zu Ende. Und irgendwie, gut, ich muss sagen, vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt in dieser Episode keine Pause gemacht habe, die über ein halbes Jahr ging. Aber ich finde, die Episode ging jetzt ein bisschen schneller rum als auch die erste. Das ist Punkt A und Punkt B ist, dass diese zweite Episode mehr Zügigkeit und auch Questgeschwindigkeit hatte als die erste. Das hat sich alles so gezogen und bekam erst zum Ende richtig Pep. Und jetzt die zweite Episode, es ging viel schneller. Es ging viel, viel schneller. Und deswegen bin ich mal gespannt, was die dritte Episode dann für uns bereithält. Aber all das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Bis denn, Antenne. Und ciao mit au.